Guten Abend, mein Name ist Graf Berndula. In meiner Freizeit mache ich gerne Kanalisationen unsicher und sauge Frauen aus. Da ich allerdings nicht in der Nacht sehen kann, habe ich in der letzten Folge Männer ausgesaugt. Männer! Ja, mal gespannt, was sich damit auf sich hat. Irgendjemand kommt runter. Vermutlich. Hammer! Kennt schon das. Oh nein, es ist Super Saiyajin Grünkohl. Eine Mischung aus Super Saiyajin und Oberteufel Piccolo, zumindest vom Ton her. Lange nicht gesehen, Junge. Hey, du bist Rico. Was machst du hier? Beruhige dich, Junge. Ich mach dir ein Angebot, was du nicht abschlagen. Falscher Text. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Was hast du für ein Anliegen? Was für einen Grund könntest du haben? Was ist da hinten los? Das ist ein Ruheort. Könnt ihr was leiser sein? Oh, du bist nur Fee. Und der Kampf-Champion. Was führt jemanden wie dich hier herunter in die Gefängnisbaracken? Es muss einen Grund geben, dass du uns mit eurer Anwesenheit beehrst. Ja, den gibt es. Ich kam wegen der Explosion während der ersten Runden des Kampfturniers. Und ob du was gegen meine heisere Stimme hast. Der Explosionsvorfall? Oh, du meinst, was vor ein paar Tagen geschah. Der, bei dem Faye während der ersten Runde betroffen war? Was hat das mit dir zu tun? Es tut mir leid, der Unfall wurde von meinen Untergebenen herbeigeführt. Nach den Ergebnissen der Taufzeremonie scheinen meine Leute dich nicht sehr zu mögen. Also ließen sie es wie ein Unfall aussehen. Aber sie wollten ihn damit töten? Aber sag nur warum. Wollten sie, sich ein reines Gewissen verschaffen und ihre, was? Hä? Das macht glaube ich keinen Sinn, Moment. Gottchen, es tut mir gerade leid, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich glaube, ich habe das falsch übersetzt. Aber warum erzählst du uns das jetzt? Wollten sie kommen und uns das beichten und ihre Verbrechen und dafür Büße tun? Um ein reines Gewissen zu haben? Sie sind nicht länger unter uns. Du bist der Doktor. Weißt du nicht, was geschieht? Was hier im D-Block der imperialen Hauptstadt vorgeht? Du meinst die mysteriöse Mordserie, die in den Kanälen geschieht? Ja, einige gute Kämpfer wurden einer nach dem anderen ermordet. Alle getöteten Opfer waren meine Untergebenen. Junge, ich meine Fey. Es waren die Leute, die die Falle stellten, um dich zu töten. Was willst du damit sagen? Dass ihre Tode irgendwie mit mir zusammenhängen? Mal sehen, die Ermordeten stellten eine Falle, um Fey zu töten. Sollte Fey das erfahren, hätte er einen Grund gehabt, sie umzubringen. Durch den Hass über seine Möchtegern-Mörder plant er eine Vergeltung und das über Mord. M-O-R-D! Die Leute denken, ich wäre der Mörder? Genau, heute Morgen gab es ein neues Opfer, das fünfte. Ist nicht ungewöhnlich, in den Kanälen zu sterben. Wenn man schwach wird, stirbst du. Das ist die Vorhersehung. Aber fünf Kämpfer wurden hintereinander getötet. Allein diese Beispiellosigkeit lässt Zweifel dir gegenüber, keine Zweifel dir gegenüber entstehen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde an dir nicht zweifeln. Aber ich denke nicht, dass du schuldig bist. Nur wenn es eine Wahrheit in dieser Geschichte gäbe, könntest du deine Unschuldigkeit beweisen. Unschuld! Die Geschichte über ein Monster in den Kanälen, das stark genug ist, um fünf Kämpfer zu töten. Auch für das Wohl meiner Männer werde ich die Kanäle abchecken gehen. Check, check, check. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Warte, lass mich mit dir kommen. Ich will dir beweisen, dass ich unschuldig bin. Du willst mitkommen? Ist mir egal. Aber du musst auf deinen eigenen Hals aufpassen. Es liegt an Fey zu beweisen, dass er falsch verdächtigt wird. Gibt es keine Alternative? Bitte erlaubt mir, euch zu begleiten, um diesen Kanalmordfall aufzuklären. Der Doktor auch? Ich übernehme keine Verantwortung, wenn euch etwas passieren sollte. Na. Okay, wie andere schon mal vorher gesagt haben, besitzen wir nun die Kontrolle über Rico.
das gerade mal auschecken. Check, check, check. Wir gerade so auch von Checken reden. Metalljacke, Metallhelm. Gut. Nicht gut. Gucken wir gerade mal kurz hier und meistens unten. Okay. Wow! Hat er noch altes Zeug an. Halleluja. Eine Metallweste hat er dann Powering S. Würde ich ganz gerne anlassen, aber Rico ist ziemlich langsam. Und trägt auch keine Waffe. Im Spiel tragen irgendwie wenig Leute Waffen. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben alle drei ohne Waffen. Oh Gott. Oh, Metallhelm. Ich kaufe noch eben einen Metallhelm, rüste ihn aus, also unten bei Hammer. Wenn ich die Treppe runter... Wenn ich aus dem Menü rauskomme und die Treppe runterlaufen darf. Danke. Spiel. Und dann werde ich nochmal kurz speichern. Und dann sehe ich euch danach wieder. Bis gleich. Tralali, tralala. Ich habe soweit alles eingekauft. Den Power Ring S. Wobei S für super steht. Und super steht dafür, dass es einen lächerlichen Angriffspunkt mehr bietet als ein normaler Power Ring. Yay, das lohnt sich. Volle Kanne. Gut, wir müssen jetzt also unter... Moment, jetzt gehe ich gerade in die falsche Richtung, weil ich den falschen Ausgang gewählt habe. Oh, ich bin so dran gewöhnt, gehe durch die Tür, diesen Ausgang zu nehmen. Aber der Eingang in die Kanalisation befindet sich hier in den Gefangenenbarack. Wo denn sonst? Ich meine, Kanalisation stinkt. Dieser Sektor 7-Verschnitt? Ja, es ist für mich ein Sektor 7, auch wenn ich Sektor 7 damit nicht schmeichel. Oder wer sagte das? Krass, Alter. Oder Krass, Alter. Du warst das doch, der gesagt hat. Hey, hier, bitte nicht Sektor 7 mit gleich sitzen, weil für irgendwas ist das schlecht. So, hier ist der Eingang zur Kanalisation. Ich habe ewig gebraucht, das erste Mal, um das Ding zu finden. Hey, hier, hey, du bist der Champ! Nicht der Choppy, sondern der Champ. Danke, dass du den Eingang zu den Kanälen beobachtest. Ich gehe nun hier runter, alles klar? Und wenn jemand anders hier reinkommen sollte, lass die nicht rein! Jawohl, Champ! So, ich wechsle. Das hätte ich eben mal aufs Kinn machen. Oh. Na, da bin ich wieder. Hunger saugen will. Ah, gut, dass ich meinen Vorwerkstaubsauger dabei habe. Hier ist ja so schmutzig. Hier muss ja eine reine Frau mal reinmachen. Ja, Graf Berndula macht alles rein. Für nur 79,99 gibt es neben dem Pyjama-Pinguin, auch ein Vorwerkstaubsauger. Was ist das für ein Ort? Verdammt, ich müsste im Skript runterspulen, aber was mache ich, wenn ich nicht so weiterkomme? Wir suchen mal danach. Wir reden mehr, wenn wir was finden. Ah, was, zweifelst du wirklich an mir? Nein, Zitan macht das. Sch! Ruhig! Was ihr hört? Was ist los? Wir wollen uns eine Kamerafahrt mit Nachtsichtgeräten angucken. Hey, ist das hier... Wie heißt der Splinter Cell-Typ noch gleich? Der mit dem Nachtsichtgerät? Roger Rabbit? Nee. Nun, da sollen wir uns mal ein bisschen umsehen. Ja, ich bin gerade was am Überlegen. Ich gehe es ruhig an. So, die Kanalisation ist... Urks. Ja. Gucken wir da ganz, mal ganz kurz nach. So, mit Faye habe ich schon ein paar Deathblows. Mit Zitan ebenfalls. So, den 100%er, den hat er quasi zwar schon erlernt, aber den bleibt erst freigeschaltet, wenn er eine bestimmte Stufe erreicht hat. Aber Rico sieht übel aus. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich hier so ein bisschen Offscreen trainieren soll. Aber, ach ne, ich werde erstmal für diese Folge hier normal rumlaufen. So, ich werde ganz kurz mein Setup-Setuppen und dann sehe ich euch gleich wieder. Oh ja, die Kanalisation. Ich hoffe, ich komme hier noch einigermaßen durch. Sie ist lang und unübersichtlich. So, was wir hier zu tun haben, glaube ich zumindest, ist, wir müssen die Tatorte für die Morde aufsuchen. Und, ja, ich werde für diese normalen Kämpfer jetzt einfach mal keine Deathblows einsetzen, sondern versuchen, für die Charaktere, die, ja, wie Faye und Zitan, jetzt mal die Kombination einzusetzen, um die weiterführenden, zumindest von den Erfahrungspunkten her, schon mal zu erlernen. Denn das ist gerade gar nicht, oh Gott. Ding, 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 ding. So, ich hoffe, das ist der quasi nächste. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, um einen Deathblow zu lernen, braucht man sozusagen Tech-Erfahrungspunkte. Tech-Erfahrungspunkte, scheiße, sind sozusagen unsichtbar. Und für jede Kampfanimation, die man hier sieht, bekommt man sozusagen unsichtbare Erfahrungspunkte, die man dazu... Fusei. Fusei. Was ist Fusei? Irgendwas... Fußpassage oder so? Verdammt, oh, ich hasse es. So, den Schatz habe ich... Ich verliere jedes Mal die Orientierung, wenn ich hier unterwegs bin. Oh, oh, da haben wir schon mal den ersten Mordfall. Hier? Nun, das ist der erste Tatort. Irgendwas ist hier auf die Wand geschrieben worden. Rot, meine ich. Rotes Monster. Das muss seine Todesnachricht sein.
muss der geschrieben haben, als er starb. Rotes Monster. Sehr interessant. Merkt euch Rotes Monster für viel später. An alle, die jetzt gucken, merkt euch das für viel später. Hey, was ist das für Schleim? Was für eine Sauerei. He slimed me. Slimer? Soweit ich weiß, war es nicht Slimer, gibt es hier oben jetzt noch keinen Weg. So, ich gebe es zu, eine Karte für diesen Ort hier parallel offen. Würde ich offscreen laufen, au, würde ich hier nie durchkommen. Stimmt, oh Gott, ich sollte hier nicht kopflos rumrennen, weil Kanalisationswasser verursacht Schaden. Und hier kriegen wir die Kislev-Map. Und ja, wenn ich jetzt den Select-Knopf drücke, ich mache es mal kurz, öffnet sich eine Karte. Jetzt denke ich, oh, das ist ja ganz klein hier. Nein, hier gibt es noch viel, viel mehr. So, hier unten ging es weiter, deswegen hätte ich eigentlich zuerst hier lang gelaufen sollen. Aber machen wir mal weitere Kämpfe. Oh, die kenne ich ja noch gar nicht. Ding, ding. So, jetzt versuchen wir, gucke ich mal. Obwohl, da muss ich, glaube ich, Deathblows für benutzen. Mach einfach nochmal den hier. Ach du liebe Güte. Ja, ich sollte hier normale Deathblows benutzen, weil die Viecher hauen mich. Die pinkeln mich an! Und ja. Überfallen mich. Oh, wo kommen denn so viele her? Der Schwarm. Die Zerg überfallen uns. Wollen wir gerade mal gucken. Nee, den hat er noch gar nicht. Ach Gott. Ich bin mit meinem Offscreen-Spielstand so weit. Shit. Den hier. Ich hoffe. Ach Gott, nein, ich habe gerade gar keine Ahnung mehr, wie die Low-Level-Deathblows funktionieren. Shit. Könntest du es nachgucken, aber ich lasse es einfach mal. So, ich hoffe, du kannst den hier. Ja, war das der Trampler oder war das der Strampler? Es war der Strampler. Ja, dadurch gehen sie mindestens mal kaputt. So, gucken wir uns doch mal. Ja, Rico, wie ich gesagt habe, ist ein sehr langsamer Charakter. Ah ja, da wird es ja angezeigt. So, machen wir den mal. Mufu. Haben wir keinen Miffy? Oh, das ist der Seelenklempner-Angriff. Oh, der macht aber gerade nicht viel Schaden. Aber es reicht, um hier weiterzukommen. Ja, gibt es auch ein paar Tech-Punkte. Wenn man einen Deathblow macht, wird der letzte Angriff, um den Deathblow auszuführen, übrigens nicht gewertet als Erfahrungspunkte. So, also für Text zu lernen. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder die Übersicht verloren. Oh, deswegen mag ich die Zufallskämpfe hier nicht. Shit. Hier entlang. Oh Gott, sonst muss ich mich... Ah! Ein Physiosaur. So. So, ich sollte mich nach Norden ausrichten. Nach Norden, ja, hier entlang, hier drüber springen. Und dann nochmal drüber springen, ja. Und hier unten sollte es weitergehen. Nämlich in die tieferen Ebenen der fiesen, finsteren Kanal. Rattensiation. Oh, oh! Ein rotes Monster ist hier also. Wie gesagt, merkt euch das für ganz später gut, weil als ich ganz später angekommen bin, habe ich den Link nicht hierzu sozusagen im Kopf gehabt, weil mir das entfallen ist und ich merke es jetzt wieder. Also merkt euch das für später. Ganz dringender Ratschlag. Was ist voll los, Zitan? Ist irgendwas hier? Ein Ringing-Sound. Ein wie von einer Glocke. Also, wer heißt es? Wie sagt man das, wenn eine Glocke schlägt? Wie nennt sich das? Bing-Bong! Ach, ihr wisst, was ich meine. Habe ich irgendwie gehört. Irgendein Bing-Bong-Sound. Eine Glocke? Eine Glocke. Eine Glocke. Weißt du irgendwas darüber? Nun, wo du es erwähnst, gibt es ein Gerücht, dass irgendein seltsamer Bimbong-Sound hier unten wäre. Ja, Wahnsinn, das bringt mich sowas von weiter. Oh, shit. Gut, glaube ich, es wird beinahe hier reingelaufen. So, neuer Gegner. Nein. So, Level Up für Zitan. Das wird. Oh, und Kasey gelernt. So, jetzt gucke ich gerade nochmal on-screen einfach mal im Menü nach. Ach, Gottchen. Wie weit das aussieht mit den Deathblows bei meinen lieben Freunden. Ach ja. Feld dauert's. Bei ihm dauert's unglaublich lange. Und bei Zitan dauert's nicht unglaublich lange. Und er hat immer noch nicht die grundlegenden Sachen gelernt. So, ich werde nochmal kurz heilen. Und dann sehe ich euch gleich wieder. Jo, geheilt. Und wenn man keine Deathblows einsetzt, um den Gegnern den Arsch aufzureißen, dann dauert das. Und wir bekommen coole Sonnenbrillen oder was sind Shades? Coole Schatten oder sowas. So, ach Gottchen, immer diese Kameraperspektive. Ja, auf gewisse Art und Weise mag ich dann doch irgendwie vorgerenderte Hintergrundbilder, weil man da mit der Kameraperspektive nichts am Hut hat. Hier auch. Da ist dieser Geruch schon wieder. Hört sich an, als wenn irgendwas brennen würde.
verbrannt. Hm, verstehe. Hey, sieh dir das an. Da gibt's drüben beim Abfluss auch Schleim. He schleimt me. Es scheint, dass der Schleim dort hinterlassen wurde vom Monster. Vom Monster? Oh Gott, was für ein Monster könnte es sein? Johann? Nein, nein, nein. Ich frage mich, ob irgendjemand von meinen Zuschauern Monster gesehen hat. Den Anime kann ich nur empfehlen, auch wenn die Animationen ein bisschen statisch sind, will ich es jetzt mal nennen. Und wenn es manchmal ein bisschen, oh Gott, ist das ein Fetti, konstruiert wirkt. So, Gott. So, ich hoffe, du kannst den Deathblow. Der hat Lebenspunkte ohne Ende und, ach ja, kann er, sehr gut. Und lutscht ganz gut an uns rum, deswegen wäre es Verschwendung, wenn ich, boah. Oh, er kontert Deathblows damit. Ja gut, aber trotzdem kriege ich ihn nicht klein, wenn ich es durch so mache. So, jing, ding, bing, dong. Oh Gott, Gott. Ich bin ganz froh, dass ich, ja, die Deathblows so einigermaßen im Kopf habe mittlerweile. Das war am Anfang ganz schön schwierig. Ja, saug mich aus. Saug, saug, saug. Als wenn President Screw ist. Danke, darf ich auch nochmal drauf kommen? Ja, Bitch Slap von einem... Es sieht aus wie Clayface so ein bisschen, oder? Was ich an Zitan mag, ist... Verdammt! Jetzt habe ich wieder eine falsche Kombination für ihn eingegeben. Ach, egal, was soll's. Er hat noch nicht das entsprechende Level erreicht. Was ich an Zitan mag, ist, dass er so unglaublich schnell ist. Ding, ding, den hier, so. Wusch! Ja, es ist nur ein... Wow! Wie nennt sich das nochmal aus dem Wrestling, dieses Überkopf auf den Boden knallgedöns? Ich habe zumindest Wrestling in meinem Leben geguckt dafür. Eine Susi! Oh, Susi! Was hast du getan? Oh, Susi! Ich weiß nicht mehr, wo ich weiter muss. Das ist so ein... Oh Gott, ja, das mag ich deswegen nicht. An diesen... Oh, da gibt's einen Schatz. Das muss ich gerade mal gucken. Oh, shit, wo bin ich? Hier. Gut, ah, ja, jetzt habe ich's, glaube ich. So, da lang... Oh, scheiße. Oh, Ventilatoren. Nosha. Au, ja, die machen 5 Schaden. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Okay, hier entlang und ich hoffe... Hier! Scheiße. Entlang und... Ja. Nein, hier ist der falsche Weg. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Falsche Gegner, falsche Gegner, falsche Gegner. Selbst mit Karte kommt man hier, verliere ich den Überblick. Haha, was sagt ihr dazu? Ich habe diese Propeller einfach hinter mir gelassen. So, wenn ich jetzt... Aha! Hier bekomme ich eine Giftwache. Oder so ähnlich. Und mal wieder verlor ich den Überblick angesichts der Gegnerkämpfe. Oh Gott, so, jetzt glaube ich hier entlang, dann hier herüber. Süden, oh Gott, Jumba. Das Spiel hatte sich gerade im Kampf aufgehangen. Ich habe offscreen nochmal bis hierhin gespielt und hoffe, dass es in etwa hier ist, wo ich, ja, angekommen bin. Mörpel! So, eine neue Gegnergruppe gibt es hier, glaube ich, noch. Und dann dürften wir soweit alles gesehen haben. Oh, was haben wir denn hier? Sieht... Ja, schön, dass du gegen die Wand läufst. Was ist denn das hier? Das ist eine Rattenausmerzungsmaschine. Wir nennen sie die katzenlose Rattenentfernungseinheit. Was ist das? Nein, es ist nicht kaputt. Warum bewegt sich das Ding nicht? Lass mal sehen. Mhm. Ja, jetzt muss man von der anderen Seite nochmal nachgucken. Damit der von der anderen Seite mal guckt. Hm, das sieht aus, als wäre da was drin. Hm, was ist denn das? Bekommen Schlüssel. Hm, das waren Vargas Schlüssel zum Kanal. Die müssen irgendwie hier reingekommen sein. Hm, das war also der Grund, warum sich das Ding nicht bewegt. Ich frage mich, wofür diese Schlüssel sind. Diese sind die Schlüssel zur Reinigungsanlage, zum Kanal. Wie nennt sich das? Kanne. Na, ihr wisst schon, dieses Zeug, was das Wasser wieder sauer macht. Ja, das halt. Kläranlage! Kläranlage! Genau, Kläranlage! Das ist das, wo das ganze Wasser hier hinkommt. Das ist seltsam. Wo ist es? Von hier aus gesehen, nordöstlich, durch die Tür und nahe dem weitesten Wasserfall. Dann lass uns mal hingehen und nachgucken. Doch, was wird sich dort verbergen? Werden wir dort mit dem Schlüssel reinkommen und wird dort das Monster sein? Und werden wir noch öfter vergiftet? Erfahren wir es beim nächsten Mal von Let's Play Xenogears. Fallen wir es schon rein, zu besuchen bis dahin mal.
Benutzt bis dahin mal ein... Nein! Benutzt Items! So, bis dahin mal ein Survival... Oh, ich hätte mir mehr davon kaufen sollen. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, ich werde bis dahin noch für Rico ein paar Deathblows beibringen. Bis dann. Ciao.